Liebhaber. Guten Morgen, grüß euch. Der Gefechsler ist wieder einmal unterwegs, mein Eng. Und ja, wo bin ich da heute? Heute bin ich da direkt im Drogengebirge. Letzten Tour war ich halt mehr am Rand. Und ja, wo will ich heute rauf? Habt ihr gesehen? Ja, bin mit dem Radl weggestartet. War ein bisschen chaotisch, den Weg zu finden. Jetzt da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, mitzufilmen, aber der Weg ist wichtiger. Also ein Stück, glaube ich, mit dem Radl zurückgelegt, gell? Und jetzt habe ich endlich den Weg gefunden. Ich bin nämlich am Traveng-Gipfel rauf. Traveng ist 1181 Meter hoch. Und ja, schwarzer Weg. Schwarze Markierung. Da sieht man es eh. Beziehungsweise 1984 steht da. Und warte, ich zeige euch das. Da sieht man es eh. Und ja, da geht's jetzt da rauf. Also, ich habe gesagt, auf geht's und los geht's. Juhu! So, da geht's gleich mal entlang der Schoderitschen ein wenig. Ausblicke natürlich. Gigantisch. Gut. Creaming. Geil. Ja, mit der Filmerei ist halt vielleicht ein wenig chaotisch. Aber ich tue nichts stellen. Und ich habe kein fixes Drehbuch, es kommt eins zu eins um. So wie ich das erlebe, so kriegt es eher genau so mit im Video. Und ja, wenn es chaotisch ist, gehen wir weiter, ne? So, und dadurch, da jetzt der Achtung Steinschlag stört und ich meinen Höhenmesser sowieso mit habe vom Radlfahren, werde ich den aufsetzen. Ne? Sicherheit geht vor, wenn man sich das da so anschaut. Thank you.
Da sieht man es recht gut. Der Weg ist da schön markiert. Rot-Weiß-Rot. So wie es gehört in Österreich. Puh. Wahnsinn, was das für ein Flanken ist. Ja, da ist sehr ratsam in Helm aufzuhaben. Kann jederzeit was runterkommen. Geht's jetzt rauf? Ja, gewaltig, oder? Eine bärige Geschichte. Recht steil ist da, aber das macht nichts. Wer sich unsicher fühlt, da gibt es da ein Seil zum Anhalten. Und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil es doch ein wenig Schoderitschen rauf ist. Gell? So, weiter geht's. So, auch ich nehme das Seil zur Hilfe ein wenig, weil ich hole ja in der einen Hand die Kamera und ja, vielleicht sehe ich, da pfeift schon ein wenig runter und ja, sollte nichts passieren auch, ne? Also, weiter geht's. Hoppa! Wahnsinn. So, aufpassen bei Nässe, da ist der Kalkstein wegen spickert. Jawohl. Ja, so gut. Ist auch wieder nicht. So, ab da herum kann man den Helm wieder runtergeben, damit mein Blitzer gut belüftet wird. So, oder? Weit ist es jetzt nicht mehr. Kein Gipfelkreuz, wo ich schon ausmachen können. Und ja, 10 Minuten sind wir drum. Wahnsinn, der Ausblick. Ich werde narrisch. Geil. Thank you.
Ja, gewaltig. So ist es. Der Wengipfel. Liebe Berg- und Naturliebhaber, ich denke, das war ganz eine bärige Bergtour, mit denk, gell? Ich hoffe, es habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich sage danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mithatschen. Und in diesem Sinne, ja, bleibt gesund und wir sehen uns dann bei der nächsten Bergtour wieder, wenn der Bergwechsel unterwegs ist. Also, bis zum nächsten Mal, macht's es gut. Viel Dank. Juhu.